Freital, Sachsen, ein Schuss, ein Schrei und wenig später stand die Polizei am Dienstag gegen 17.15 Uhr mit einem Großaufgebot vor einem Mehrfamilienhaus an der Dresdner Straße in Freital. Der Einsatz nahm ein tragisches Ende. In der Wohnung fanden die Beamten einen Mann, 20, mit einer Schussverletzung. Sein Zwillingsbruder war ebenfalls in der Wohnung unverletzt. Während es für den einen schwer verletzt in die Klinik ging, kam der andere erstmal in Polizeigewahrsam. Was war passiert? Nach derzeitigem Stand hatte der Verletzte gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Bruder an einer Schusswaffe hantiert, aus der sich aus bisher unbekannten Gründen ein Schuss löste, sagte ein Polizeisprecher. Polizeibeamte stellten die Pistole sicher. Der stark blutende Mann wurde in die Klinik gebracht. Seine Verletzungen waren zu stark. Der 20-Jährige verstarb in der Nacht an den Folgen der Schussverletzung, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die weiteren Ermittlungen zu den konkreten Umständen des Ereignisses hat die Dresdner Kriminalpolizei übernommen. Just tell me if I'm fine.